willkommen zu einem weiteren Tutorial. Im letzten Hyperlapse-Tutorial habe ich euch gezeigt, wie ihr eine Hyperlapse aufnehmen könnt. In diesem zweiten Teil werde ich mich damit beschäftigen, wie ihr die Hyperlapse letztendlich bearbeitet bzw. stabilisiert. Dazu hier einmal das Endprodukt. Und so wie es am Anfang aussieht. Das hier ist meine Beispiel Hyperlapse aus Frankfurt. Ich werde jetzt hier einfach mal reinziehen. Das Ganze ist jetzt schon ein 4K-Video. Falls ihr nicht wissen solltet, wie ihr so ein Video aus den einzelnen Hyperlapse-Bildern erstellt, werde ich dazu auch nochmal ein extra Tutorial machen. Heute geht es aber nur um die Bearbeitung vom letztendlichen Endprodukt. Ihr habt gerade schon gesehen, das Ganze ist hier noch relativ verwackelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch relativ gut, relativ clean im Vergleich zu manchen anderen Hyperlapses. Und wenn ihr so ein Produkt habt, dann könnt ihr eigentlich schon mal sicher sein, dass ihr letztendlich eine relativ gute Hyperlapse rausbekommt. Das allererste, was wir hier in Premiere Pro oder auch in Final Cut machen, wir gehen dann auf Effekte und geben hier Verkrümmungsstabilisierung bzw. Stabilisierung ein und ziehen diesen Effekt dann hier auf. Premiere analysiert jetzt das Bild, analysiert eure Verwackler und das Gute ist, dass ja jeder Frame komplett scharf ist, weil ihr aus jedem Frame ein Bild gemacht habt. Das heißt, die Verwackler, die jetzt hier wie ein verwackeltes Video aussehen, sind letztendlich keine wirklichen Verwackler. Das heißt, ihr habt trotzdem noch das komplette Bilddetail und Premiere kann das praktisch perfekt ausgleichen. Wenn Premiere dann fertig ist mit dem Analysieren, wird das Ganze hier kurz stabilisiert und wir können uns jetzt ja schon mal kurz anschauen, wenn das Ganze hier ohne Probleme läuft. Einmal kurz durchlaufen lassen und ihr seht schon, es sieht echt richtig gut aus. Es ist eigentlich komplett smooth und da braucht man eigentlich gar nichts mehr dran machen. Was wir jetzt aber noch machen werden, ist Color Grading. Dazu gehen wir hier oben einfach auf Farbe oder tun hier bei Fenster Arbeitsbereiche und dort dann Farbe auswählen. Das Ganze sieht hier jetzt ein bisschen trist aus. Es ist generell ein bisschen unpraktisch, weil wir hier teilweise Wolken haben und teilweise Sonne haben. Aber man kann da wirklich noch einiges rausholen. Wir erhöhen erstmal ein bisschen den Kontrast. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach, ohne irgendwie vorher was geschaut zu haben. Probiere das Ganze jetzt einfach hier ein bisschen rum. Da hier so in den Wolken relativ wenig Detail ist, schraube ich das jetzt einfach hier ein bisschen runter. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Detail in den Wolken. Die Schatten kann man auch noch ein bisschen hoch machen, sonst ist es hier so dunkel. Bisschen Sättigung kann in dem Fall auch nicht schaden, da würde ich euch aber empfehlen, wirklich nicht zu übertreiben, gerade wenn ihr irgendwie Gras oder sowas auf dem Bild drauf habt. Wirkt das Ganze relativ schnell übersättigt, ist zumindest meine Erfahrung von früher. Ich werde jetzt hier noch kurz einen Lack drauf packen und dann sieht das Ganze doch schon mal deutlich schöner aus. Kurven mache ich meistens hier ein bisschen runter, obwohl das hier jetzt gar nicht mehr so hart nötig ist. Und dann mache ich noch eine leichte Vignette rein. Es ist einfach das, was ich mache, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Obwohl ich es tatsächlich jetzt sogar ein bisschen arg düster finde. Vielleicht kann man hier nochmal ein bisschen heller das Ganze machen. Und ich denke, so sollte es eigentlich insgesamt passen. Wenn wir es uns mal anschauen, sieht das Ganze doch schon deutlich besser aus, auf jeden Fall als davor. Und ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich zufrieden mit dem Endresult hier. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Morgen gibt es hier ein Video aus Düsseldorf. Es wird auf jeden Fall ein ultra cooler Tag mit ein paar YouTubern. Und ich denke, da wird auch die ein oder andere Hyperlapse trotz nicht ganz so gutem Wetter entstehen. Das war es mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao.